Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Ich stelle euch heute das Aquamenta-Shot-System vor. Letztens hatten wir das von Adaya, heute haben wir das von Aquamenta. Es unterscheidet sich nicht so viel, es ist ungefähr das gleiche. Wir haben auch Fläschchen, die wir auf den Tabak geben müssen. Wir kaufen 200 Gramm Rohtabak, einen 30 Milliliter Shot, den man in dem Sinne auf den Tabak drauf gibt. Und dann kommt man auf 230 Milliliter oder 230 Gramm insgesamt. So wie bei Adaya, es ist im Grunde genau das gleiche, bloß die Shots sind unterschiedlich. Und das ist noch eine kleine Besonderheit bei Aquamenta, aber dazu jetzt mehr. Übrigens, ich habe ein neues Objektiv an der Kamera. Die Sonne blendet hier ein bisschen rein, das ist wahrscheinlich doof, mal ein neues Objektiv zu sehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das ein bisschen besser ist, hinten ein bisschen unschärfer und so. Sollte das nicht groß besser sein, fange ich auch endlich mal auf 4K zu filmen. Und ich filme auch endlich mal heute im manuellen Modus. Sonst filme ich immer im Aquamenta-Modus, im Automatik-Modus. Unnützes Wissen, Freunde. Ja, heute dreht sich, wie gesagt, um das Aquamenta-Shot-System. Es hat sich nicht viel verändert zum Adaya-Shot-System. Wir haben auch wieder Shots. Wir haben so eine kleine Fläschchen. Bloß, dass sie hier, glaube ich, einen grünen Deckel haben. Ich glaube, vorher war das ein roter Deckel bei Aquamenta. Und jetzt haben wir drei verschiedene nur. Bei Adaya gab es ja 10 verschiedene. Ich weiß es nicht mehr genau, schätzungsweise 10. Hier gibt es 3 verschiedene. Das Gute ist, es gibt Aqua Zero, Aqua One und Aqua Two. Aqua Zero ist für Aquamenta Zero, Aqua Two ist für Aquamenta Gum, Aqua One ist für alle anderen. Aquamenta One ist also für Blackbox, Blueberry, Sherry, Crazy Peach, Cucumber, Tropical Gava, Exotic, Kamasutra, Lemon, Leo, Bry, Loco, Pear, Pineapple, Watermelon, Wild Mango, Wildberry 18, Black and White und der neue Red and Green. Für den ist alles Aqua One, das heißt für alle Geschmackssorten. Aqua Gum ist ja in dem Sinne auch eine Geschmackssorte, zählt aber raus. Da ist halt die Aqua 2 Flasche, also ATH Aqua 2 Flasche und Aqua Zero für die für Aquamenta Zero, also für die Aquamenta Zero. Wie kann man das Ganze unterscheiden, ob man jetzt eine neue Packung kauft? Weil viele hatten mir unter das Adaya-Video geschrieben, ey, mein Laden verkauft aber noch die alten Packungen. Das ist schön, Freunde. Ich kann euch bloß sagen, wenn die alle weg sind oder sollten die irgendwann mal alle aus dem Verkehr raus sein, geht es nur noch so. Ne? Dann geht es nur noch so. Dann sehen die Packungen so aus. Aquamenta hat die Packungen so gemacht, dass dann hier eine 18 draufsteht, jetzt zum Beispiel beim 18. Beim Loco steht dann zum Beispiel eine 12 drauf. Das sind die neuen Packungen, also so sehen die dann aus mit einer Zahl drauf. Und eine 6, was euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, vorher hieß ja, glaube ich, Aqua Tropical Gava, der heißt jetzt nur noch Tropical Gava und der 18 heißt jetzt nicht mehr Aqua 18, sondern nur noch 18. Genauso auch zum Beispiel beim Cucumber, der hieß vorher Aqua Cucumber, der heißt jetzt nur noch Cucumber. Daran erkennt man das auch. Die Aqua-Note kauft man in dem Sinne jetzt ja einzeln. Ohne Aqua sind die 9, beziehungsweise die auch die Zahlen drauf haben, beziehungsweise man kauft die Aqua-Note ja einzeln jetzt dazu. Ne? Genauso auch wie bei Adaya, der Tabak ist in dem Sinne jetzt trockener in der Packung und man braucht diesen Shot dazu. Ohne diesen Shot geht es nicht bei Aquamenta. Vom Preislichen hat sich nichts geändert. Weiterhin 17,90 € plus 1,50 € für den Shot. Kommen wir also auf summa summarum 18,40 €, 19,40 € kostet denn eine Aquamenta-Dose. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, schmeckt das anders oder nicht? Es schmeckt leicht anders als vorher. Warum, erzähle ich euch gleich. Ich nehme erstmal 2, 3 Züge. Und zwar hat sich Aquamenta, oder hat man sich bei Aquamenta im gleichen Atemzug gedacht, okay, wir müssen jetzt eh eine Umstellung machen, wir müssen ja eh die Shots anpassen, müssen jetzt eh Shots rausbringen dafür, da man das ja nicht mehr zusammenkaufen kann, diese Menthol-Minzverbindung mit Tabak. Wir machen die Aromen stärker und wir überarbeiten ein paar Aromen. Ich kann euch zum Beispiel sagen, ich habe gerade den Tropical Gava drin, der ist stärker im Geschmack geworden. Die Aquanote ist gleich wie vorher, da hat sich nichts dran geändert. Ich finde, die ist nahezu identisch, ne? Aber man hat die Aromen ein bisschen angepasst. Man hat die Aromen ein bisschen verstärkt, man hat ein paar wirklich stärker gemacht. Der Pineapple kann ich euch aus Erfahrung sagen, ist stärker. Der Tropical Gala kann ich euch aus Erfahrung sagen, ist stärker. Der Blackbox, den finde ich besser. Der ist nicht mehr so seifig, das habe ich beim Blackbox irgendwann nicht mehr so gemocht. Der Exotic geht noch mehr in Richtung Exotic, also Fanta Exotic.
Und alle anderen wurden auch verbessert. Also ein bisschen Aroma angehoben. Bei 18 wurde zum Beispiel auch ein bisschen was angepasst. Haben viele bemängelt, dass da, glaube ich, so eine muffige Note drin ist. Fand ich zum Beispiel nie. Der ist wirklich anders geworden, auch der 18. Also man hat viele wirklich angepasst, ne, und stärker gemacht. Das Aroma ein bisschen angehoben. Aber so, dass es vom Aroma noch erträglich ist. Ne? Ich habe einige durch einen Pfannel durchgequält. Ich habe einige durch einen Kaminkopf durchgequält. Wirklich mit kompletter Hitze. Man hat nicht so übertrieben die... das Aroma, das man irgendwie hat, dass das Aroma da zerkocht oder so, das kann man ja haben, dass das Aroma dann drückt, gar nicht. Also habe ich bei keiner Sorte gehabt, bei allen, die ich durchprobiert hatte vorher. Und das Wichtigste, wie mischt man das Ganze? Blende ich jetzt mal hier unten ein. Ganz, ganz wichtig, macht das am besten so. Es gibt auch eine Vorlage von Aquamenta, wie man das Ganze machen muss. In eine kleine Schale geben oder in einen Teller, ich hatte es in einen tiefen Teller gemacht, den Tabak schön rein, schön auseinanderkneten, sag ich mal, oder auseinanderziehen, sodass er nicht so zusammenklebt. Die ganze Flasche rübergeben, wirklich die ganze Flasche, bis sie komplett leer ist. Dann halt wirklich durchkneten, am besten mit dem Handschuh, damit man nichts an den Fingern hat. Macht das am besten sauberer, als ich das gemacht habe, wie ihr seht. Das nicht ganz so sauber gemacht. Und dann schön durchziehen lassen, 2 Minuten, schön durchkneten. Kurz vielleicht, 2-3 Minuten mal ziehen lassen. Und dann kann man direkt den Kopf bauen. Man kann direkt loslegen, es schmeckt direkt, man kann direkt losrauchen, wenn man richtig geknetet hat, dann ist es auch nicht mehr so mentholastig. Also nicht nur in die Tüte reinkippen, sondern auch wirklich durchkneten. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Aus Adaya-Erfahrung kann ich sagen, ich habe das einmal nur in die Tüte reingemacht, viel zu mentholastig, denn also wirklich richtig durchkneten macht das auch. Muss man leider jetzt so machen, aber ich sag mal, das ist der entspannteste Weg, dass es wie vorher ist. Mit der Aquanote, mit dem Minz-Menthol-Note. Aroma, wie gesagt, ein bisschen angehoben, manche Sorten ein bisschen verstärkt. Aber macht das so, Freunde. Weil so kriegt ihr die beste Lösung oder ist die beste Lösung. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ansonsten hat sich eigentlich nichts verändert. Wie gesagt, Aromen wurden ein bisschen angehoben, Verpackung ist noch gleich. Preis ist gleich 17,90 € jetzt plus 1,50 Euro mehr für die Shot, den muss man halt dazu kaufen. Ansonsten hat sich nichts verändert. Ich finde persönlich, ne, ist auch meine persönliche Meinung, dass das mit den Geschmäckern ein bisschen Aromen ein bisschen angehoben wurden. Oder dass die sogar ein bisschen stärker sind. Ich glaube nicht, dass das Einbildung ist bei Blackbox. Ich konnte ihn wirklich nicht mehr rauchen. Aber jetzt finde ich ihn wirklich wieder gut. Ich finde, dass Aquamenta mehr Hitze aushält. So, ging vorher schon, aber ich finde, Aquamenta hält jetzt mehr Hitze aus. Ich finde, Traube Gegava ist zum Beispiel einer, kannst du gut im Pfanne rauchen. Black and White jetzt nicht unbedingt, ist halt immer Traube Minze. Aber ich finde, Traube Gegava habe ich jetzt auch schon durch den Pfanne gequält. Ging ohne Problem. Ich rauche zwar jetzt gerade im Kaminaufsatz, aber... Vom Gefühl her hält er mehr Hitze aus. Ne? Ey, das sieht so scheiße aus, wenn hier dieses Scheiß durch meine Rollos da das Licht durchfällt. Egal, müssen wir jetzt mal heute durch. Ne? Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles erzählt. Wie gesagt, vom Preis her hat sich nichts verändert. Denkt an das Mischen. Aqua One ist für alle Geschmackssorten. Ich blende die Liste auch nochmal ein drittes Mal oder ein zweites Mal gerne hier ein. Ich weiß nicht, wie oft ich sie einblende. Wie gesagt, Aqua 2 ist nur für Gum. Aqua One ist für alle Geschmackssorten. Und Aqua Zero ist nur für Zero. Woran erkennt ihr die neuen Dosen? Nochmal schnell zusammengefasst. Erstens, dass das Aqua auf der Dose fehlt oder auf der Packung, auf der Pappverpackung und da eine Zahl drauf ist. Daran erkennt ihr die neuen Verpackungen bzw. das neue System, worauf wir uns anpassen müssen. Und wie gesagt, falls ihr sagt, euer Shop hat noch, dann ist es schön, aber daran werden wir uns gewöhnen müssen. Das ist das Neue. Ja. Gut, Freunde, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schickt links nach schreiben. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut erklären. Ein bisschen durcheinander, ich wollte mich eigentlich wie das Adaya-Video halten, aber mal ein bisschen anders, das Pferd von hinten aufgezäumt. Keine Ahnung, ich soll aufhören, so eine Sprüche zu lassen, wenn ich sie nicht mal aussprechen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schickt links nach schreiben, bis beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch.